Wir sind wieder da mit den Gallian und bei Sipsex und in Globulix, dem Örtchen, das wir beim letzten Mal gegründet haben. Klein, aber fein und vor allem mein, unsers, ich will ja nicht gemein sein, unser Dörflein. Ein Dorf von vielen. Mit einem Dorf hatten wir unbeugsame Gallia einst angefangen. Da waren wir noch klitzeklitzeklein. Das war hier im Westen. Das war und ist Bulix am Rhein. Dann ging es weiter mit ein Glas ist nix. Vor allem mit Obulix. Die Stadt ist wunderbar gediehen. Mittlerweile eine Weltwunderstadt, unser Bullwerk. Es stehen hier die Pyramiden und es entstehen hier das Taj Mahal. Viele andere Städte neu dazugekommen auch zuletzt. Englische Städte. Wir setzen massiv das Blumenkranz-Scheusal Eleonore von Aquitanien und Britannien, die Dame mit dem Zahnpasta lächeln, dass sie uns im Augenblick nicht schenken kann und schenken möchte, unter Druck hier in Manchester, letzte Stadt, die wir noch uns holen wollen durch Kulturdruck. Deshalb haben wir auch Globulix gegründet. Das Damoklesschwert, das über unserem Kopf hin und her pendelt und baumelt und rot auf uns herunterzukrachen und uns spieltechnisch zumindest zu enthaupten, ist der Zeitalterfortschritt und der Wechsel. Die nächste Epoche. 28 Runden, vielleicht 30. Wir können nur schätzen, wann es kommt. Und wenn wir bis dahin nicht 38 Punkte aufgeholt haben, dann droht uns ein dunkles Zeitalter. Wir sind die ganze Zeit hin und her gerissen in der Diskussion. Wurde auch auf YouTube. Liebe Leute, liebe Grüße an die YouTube-Zuschauer, an die Twitch-Zuschauer, an beide und an alle. Da gab es lange Diskussionen darüber, ob wir jetzt versuchen sollen, Wegwerfstädte uns zu holen. Das wäre für die Variante, dass wir glauben, es wird uns auf jeden Fall ein dunkles Zeitalter ereilen. Wir kommen nicht drumherum. Dann braucht man Wegwerfstädte. Andererseits, wenn man Wegwerfstädte baut, also viele, viele Städte, die die Anzahl der benötigten Zeitalterpunkte hochtreiben, um beim nächsten Mal ein goldenes Zeitalter zu bekommen, dann hat man sich quasi damit abgefunden, ein dunkles Zeitalter zu bekommen und dann schützen einen dieser Wegwerfstädte am Rande des Reiches, die dann wegbrechen beim Wechsel in ein dunkles Zeitalter davor, dass die Kernstädte geschnappt werden. Man kann nicht beides haben. Man muss, entweder geht man hin und baut viele Wegwerfstädte, dann ist das dunkle Zeitalter eingepreist, oder man hofft noch, man glaubt noch ein goldenes Zeitalter und verzichtet auf Wegwerfstädte. Wir haben lange darüber diskutiert, letztes Mal, da habe ich zum Beispiel diskutiert mit unserer Matze und Mannix. Hallo Matze. Hallo zusammen, viele Grüße. Lange haben wir darüber diskutiert und uns am Schluss dafür entschieden zu hoffen. Zu hoffen und zu glauben, dass es gut geht, haben auf Lugdunum verzichtet. Wir wissen nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Das wissen wir in 28 oder 30 Runden. Bis dahin ist ein Wettrennen mit dem Schicksal, mit was weiß ich auch immer, ob wir genug Zeitalterpunkte bekommen. Es ist eine Pokerpartie. Wenn wir niemals rauskriegen, sicher. Und vielleicht sind wir in 30 Runden ein bisschen klüger. Wir müssen mal gucken. Eines weiß ich aber jetzt schon. Ich verheiße euch etwas. Ernsthaft. Wunderbare, wunderschöne neue Sith-Streams auf Twitch und Aufzeichnungen davon auf YouTube in anderthalb Wochen. Es geht ja los mit einem neuen DLC, mittlerweile angekündigt, das Babylon-Pack. Die Babylonier kommen und ein neuer Modus, der heißt Helden und Legenden. Jetzt ist der 10. November, da läuft das Ganze hier auf Twitch live, nachher auf YouTube und am 19.11.2020, am 19. November, einem Donnerstag, da kommt das Babylon-Pack heraus. Und bringen diesen neuen Modus und da werden wir rauf und runter streamen. Heute übrigens dabei nicht nur Matsu Mannix, mein Dauerbegleiter, sondern auch Captain Kiba. Zum ersten Mal dabei bei einem Galleon-Stream. Hallo Captain Kiba Fox oder wie sie sich neuerdings nennt. Hallo Kiba Fix. Ja, hallihallo. Genau, ich bin mal sehr gespannt, wie die Partie hier aussieht. Mit in Babylonia nächste Woche ab Donnerstag. Donnerstag 19 Uhr, Freitag 19 Uhr, Sonntag. Ebenfalls weiter. Drei Streams binnen vier Tagen. Alles im neuen Modus. Worum es da geht in diesem Modus, da geht es um Helden und Legenden, um Matsu Mannix, um große Persönlichkeiten. Ja, diese Helden, die man dann dort sich holen kann, das sind wie aufgeputschte große Persönlichkeiten, die man auch noch immer wieder zurückrufen kann. Also man kann sie aufbrauchen, die Ladung verbrauchen, dann sein Reich pushen. Man bekommt so Leute wie Herkules oder auch König Artus ist mit dabei und die können einem schon sehr, sehr weiterhelfen. Man muss immer zusehen, man kann nur als Zivilisation kann man sich die Helden holen und die kann auch keine andere Zivilisation da mehr bekommen. Und das ist schon sehr, sehr cool, wie einem die Helden helfen können. Die haben teilweise sehr fantasievolle Boni. Das sind natürlich neue große Persönlichkeiten, nicht die altbekannten. Vielleicht solche Boni, dass die gefallene Einheiten wiederbeleben können oder dass sie sich selber umwandeln können in einen superstarken Ritter oder andere Geschichten.
Wie die Babylonier genau aussehen werden, das werden wir dann demnächst erfahren. Die Entwickler haben noch nicht den Namen genannt und das Video gezeigt vom Anführer. Man konnte aber schon im Internet etwas sehen. Der hat nämlich ein Video veröffentlicht, wo sie denn das Aussehen des Anführers abgedunkelt haben. Die haben aber vergessen, im Text, den die im Hintergrund gezeigt ist, da haben die nicht alles abgedunkelt. Und da schimmerte, wenn man genau hinguckte, der Name Hammurabi durch die Zeilen durch. Ja. Ist er das eventuell? Mal gucken. Werden wir dann wissen. Freue ich mich sehr drauf. Wie immer versuchen wir auf Gottheit zu spielen. Also wir versuchen nicht, wir machen es hier. Wir versuchen auf Gottheit zu gewinnen. Und ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Wir wissen vorher nicht genau, wie schwer ist der Modus und wird uns das gelingen. Wir werden es aber wagen. Donnerstag, 19. November, 19 Uhr. Freitag, 19 Uhr. Sonntag dann ebenfalls. Geht's weiter, da steht die Uhrzeit noch nicht fest. Die YouTube-Videos beginnen immer anderthalb Tage später. Das heißt, wenn Donnerstag auf Twitch losgeht, YouTube-Video startet am Samstagmorgen 7 Uhr und ich werde in Kürze auf der Patreon-Seite, wo der Programmplan immer steht, den Programmplan veröffentlichen, 14 Tage lang, wahrscheinlich mache ich das morgen, am 11.11. Das heißt, falls denn das YouTube-Video rauskommt hier am 12., wird das wahrscheinlich schon veröffentlicht sein. Link auf die Patreon-Seite steht direkt unter dem Video, sage ich den YouTube-Leuten. Liebe Grüße an viele Civ-Fans, über 200 schon, die mit uns zusammen die Gallia spielen jetzt hier. Schön, dass ihr da seid. Wir haben einiges vor. Ich habe mir ein paar Spickzettelchen gemacht. Matsumanix hat mir Notizen geschickt. Ich habe mir selber welche angefertigt. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Zuerst müssen wir eine wichtige Entscheidung treffen. Es kam ein Kommentar rein von Ralf, war es, glaube ich. Hallo Ralf. Der hat gesagt, Achtung, ihr macht eventuell einen Fehler. Ihr baut das Diplomatenviertel ja hierhin. In Oxford. Wenn alle Stricke reißen, wenn es halt doch mit dem goldenen Zeitalter nicht klappt. Ich weiß, wir planen im Augenblick auf ein goldenes hin. Aber das ist eine langfristige Entscheidung jetzt. Nicht nur für eine Epoche, sondern für viele Epochen. Wenn irgendwann in Zukunft mal ein dunkles Zeitalter kommt, dann kann es sein, dass Oxford zu den Städten gehört, die wir verlieren werden. Denn es gilt ja die Regel, da wurde auch im Chat nachgefragt, weiß man, welche Städte wegfallen werden? Bei einem dunklen Zeitalter, hatte einer von euch gefragt. Und es werden auf jeden Fall 40, auf dem Schwierigkeitsgrad Gottheit, 40% unserer Städte flippen. Und das sind Matsumanix die am Rande unseres Reiches. Genau, man guckt dann, oder das Spiel guckt dann immer, wie groß ist denn der Druck, den wir da selbst auf unsere Städte ausüben. Und dort, wo wir am wenigsten eigenen Druck quasi haben, diese Städte werden dann flippen, bis die 40% erreicht sind. Genau. Und mit ein bisschen Pech ist das Oxford, weil in der Nähe der Römer, man weiß es nicht. Und wenn hier ein Diplomatenviertel steht, das kann man nur einmal pro Reich bauen, dann wäre das weg und das wäre doof. Deshalb sollten wir uns vielleicht überlegen, Matze, dass wir das Diplomatenviertel doch woanders bauen. Wir können das ja schon noch an derselben Stelle bauen, aber dann vielleicht aus Appendix. Appendix, mal gucken, wie produktionsstark das ist. 11 Produktionspunkte. Oxford 16, das ist nicht so fett. Ah, wir können die im Augenblick nicht verteilen. Das sind eroberte Städte und jetzt kann man die Geländefelder nicht rüberschieben. Solange wir mit England keinen Frieden haben. Das hat aber noch Zeit. Das können wir auch nachher entscheiden. Wir warten mal bis zum Bau ab, bevor wir sagen, wir bauen los und dann gucken wir, ob wir dann Frieden haben mit den Engländern oder nicht. Weil wir im Augenblick nicht vorhaben, Frieden zu machen, weil wir darauf spekulieren, dass die Kriegsverdrossenheit bei Eleonore, bei Blumenkranzhäusern hoch ist und sie damit eventuell Loyalitätsprobleme hat. Das hängt von den Stufen der Unzufriedenheit ab, die mittelbar beeinflusst werden auch durch die Kriegsverdrossenheit innerhalb eines Reiches. Dann müssen wir uns noch überlegen, haben ja jetzt Ende des letzten Mals die Möglichkeit bekommen, die Regierungskarte nochmal zu wechseln. Und wir können eine neue Ausrichtung einstellen. Wir könnten, die gehen alle im Augenblick relativ fix, die gehen schnell im Moment. Wir könnten auf Marinetradition gehen, wir könnten auf Handelsrepublik gehen. Im Augenblick sieht alles gut aus, beide wollen wir uns sicher holen. Wir haben im Augenblick drin die Theokratie. Die würde ich gerne auch drin lassen als Regierungsform, weil wir in drei Runden den Geheimdienst fertig gebaut haben und dann bekommen wir eine Vermächtniskarte. Die Vermächtniskarte orientiert sich an der Regierungsform, die wir dann in drei Runden haben werden und da haben wir schon mehrfach darüber diskutiert. Da wünsche ich mir die Theokratie, weil wir die in der Regel nicht dauerhaft nutzen werden in Zukunft, dann die aber jederzeit uns reinholen könnten für den Notfall. Wir könnten also sagen, dass wir jetzt zum Beispiel reingehen,
mit einer dieser beiden Regierungsformen. Reihenfolge ist eigentlich egal. Wir gehen mal rein mit der Marine-Tradition. Wir brauchen die auf jeden Fall, die Zeitalterpunkte. Beim Abschluss einer solchen Forschung bekommen wir ja einen Zeitalterpunkt dazu. Und dann können wir demnächst dann wieder wechseln. Bei den Regierungskarten gucken wir mal. Ich würde ganz gerne rein, die Karten, die hier sind, würde ich im Prinzip belassen. Wichtig ist mir auch der charismatische Anführer. Wir haben in der nächsten Runde die Möglichkeit, mit den 7 Einflusspunkten, mit der Karte 7, sonst 5, in der nächsten Runde, sonst wäre es die übernächste Zeit, einen weiteren Gesandten dazu zu bekommen. Zwei weitere Gesandte dazu zu bekommen. Und dann würde ich dann in der nächsten Runde hingehen, mit euch nach Cahokia gehen, zu diesem Stadtstaat. Würde dann gerne Armani abziehen, die ist im Augenblick vor Ort und hat einen Gesandten mehr als Basilius hinter ihr. Dann würde ich gerne in der nächsten Runde, wenn wir die Gesandte haben, die ihr hinschicken, dann können wir Armani abziehen, dann bleibt es bei genau den 7 Gesandten. Dann schicken wir Armani rüber nach Manchester, in diese Stadt hier, damit wir hier in Manchester nach London, um von London aus Druck auszuüben auf Manchester. Den nächsten Gouverneurstitel, den Armani dann auch braucht, um Druck ausüben zu bekommen, die nächste Beförderung, bekommen wir freigeschaltet in 3 Runden in der Hauptstadt durch die Fertigstellung des Geheimdienstes. Der gibt auch einen Titel dafür. Dann würde ich gerne die Handwerkerkarte mittlerweile reinnehmen. Wir haben in 2 unserer Städte im Augenblick Handwerker drinstehen. Wir wollen auch welche kaufen. Das ist auch wichtig. Denn wir haben in Globulix, gieren wir alle, Mazumanix und ich, nach sehr coolen neuen Regierungsfeldern, nach neuen Geländefeldern, vor allem denen in Nähe des Vulkans, Matze. Ja, da gibt es echt sehr coole Geländefelder, so mit +4 Nahrung und +4 Produktion auf einem Feld zum Beispiel oder auch nachher mit der Wissenschaft. Wenn wir da hinkommen, das wäre schon ein großer Boost für die Stadt. Das Coole ist, dass wir die nicht kaufen müssen, die Geländefelder, sondern wir kaufen stattdessen einen Handwerker. Und wenn wir hier eine Mine bauen und hier unten, bekämen wir diese Felder dann dazu durch den Kulturschock. Deshalb mache ich jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal rein in die Regierungsform und überlege mir mit euch zusammen, welche Karte rausgeht, wenn wir die Wirtschaftskarte mit dem Handwerker reinnehmen. Die hätte ich deshalb gerne drin, weil die Handwerker-Wirtschaftskarte gibt uns 2 extra Bauaktionen. Ich könnte mir sogar vorstellen, die gotische Architektur rauszunehmen. Die bringt, wir haben ein Wunder im Bau, Taj Mahal, das ist sehr wichtig. Aber wir holen uns die Rodungserträge, die Produktionserträge für das Wunder in Kürze durch das Roden vornehmlich. Deshalb würde ich gerne mal für 2 Runden das hier rausnehmen, die Handwerker reinnehmen. Alternativ wäre die Stadtplanung rauszunehmen, wobei die bringt halt eine Produktion in jeder Stadt und auch in der Stadt, wo das Weltwunder entsteht. Deshalb würde ich die auch ungern, ich würde gerne die gotische Architektur rausnehmen. Den Rest müssen wir drin belassen, die 2 extra Ladungen für Einheiten brauchen wir jetzt schon. Für religiöse Einheiten, weil wir nämlich jetzt schon einen Apostel kaufen können und danach einen Missionar. Den Missionar brauchen wir in Manchester, in der englischen Stadt, um dort die Bekehrung durchzuführen, um dadurch Zeitalterpunkte zu bekommen. Den Apostel hätte ich gerne vor Ort im Westen, um die shintoistischen Apostel von Kleopatra abzuwehren. Deshalb würde ich jetzt gerne hier reingehen und die gotische Architektur entfernen, die Leibeigenschaft reinnehmen und den Rest lassen, Mazumanix. Denk mal kurz mit mir laut drüber nach, ob dir das gefällt so. Die Frage, die sich mir stellt, ist tatsächlich, ob wir vielleicht diesen Kauf der Einheit vor dem Wechsel der Politikkarten machen wollen, weil eigentlich sind wir nur auf die zusätzlichen Ladungen aus und jetzt einen Apostel gekauft und danach den Wechsel durchführen, dann könnten wir sogar noch die 15% mit drin lassen. Das ist eine interessante Idee. Das ist eine interessante Idee. Die Frage ist, können wir beide gleichzeitig kaufen? Und das können wir. Wir haben hier mittlerweile 2 heilige Städte. Wir haben ja die eine hier im Westen, in der Hauptstadt, in Bulix am Rhein. Da können wir hier vor Ort den Apostel kaufen. Der steht dann neben den anderen Aposteln. Und in Obulix haben wir mittlerweile, wenn ich mich richtig entsinne, auch eine heilige Stadt. Hier unten steht sie. Da wird der Missionar entstehen. Hier ist auch schon eine. Die können wir auch hier kaufen. Nee, wir brauchen ja einen Schrein. Hier ist ein Schrein. Einen Schrein brauchen wir für einen Missionar. Dann kaufen wir hier den Missionar. Der kann dann rüberflitzen nach Manchester. Das hast du sicher alles im Kopf gehabt, Mazumanix. Und das ist ein guter Plan. Ich lobe dich explizit. Das ist sehr lieb. Vielen Dank dafür. Eine Anmerkung hätte ich noch für Manchester, wenn ich darf. Ich glaube, Manchester ist schon bullistisch. Tatsächlich.
Manchester ist schon ballistisch. Dann brauchen wir den Missionar gar nicht unbedingt. Hattest du mir das denn nicht gesagt? Wir sollten Manchester noch drehen? Verwechsel ich da was? Tja, wenn ich das gesagt habe, dann war ich offensichtlich blind auf meinen Augen. Wie konnte mir das passieren? Oder ich werfe irgendwas durcheinander und das war das, was mir beim letzten Mal gesagt habe. Und ich habe irgendwas durcheinander geworfen. Kann auch gut sein. Wahrscheinlich im Zweifelsfall, die Zuschauer wissen es, im Zweifelsfall irrt sich eher WB als Matsumanix. Dann machen wir das auf diese Weise. Dann kaufen wir erstmal hier den Apostel in Bullix am Rhein. Der entsteht dann hier vorne. Und wir können hier übrigens auch vor Ort noch einen Missionar kaufen. Können wir nicht, wir haben nicht genug Glaubenspunkte. Dann machen wir mal für zwei Runden was anderes. Dann gehen wir jetzt hier oben hin, ändern die Politikkarten, nehmen den Exodus der Evangelisten raus und schieben die Wunderkarte hier unten hin und nehmen die Leibeigenschaft hier hin. Und lassen den Rest, wie es ist, und lassen auch die Theokratie drin, die uns Vorteile gibt beim Kauf von Einheiten und beim religiösen Kampf. So würde ich es machen. Ja, sieht gut aus. So wird das gemacht. So, dann. Treffen des Weltkongresses steht bevor. Worum es da geht, wissen wir nicht. Wir brauchen Annehmlichkeiten. Hier ist ein Feuer erloschen. Hier gab es einen leichten Vulkanausbruch. Und es gab Frieden mit verschiedenen Städten. Babylon ist bislang übrigens noch ein Stadtstaat. Nicht mehr lange! Mal gucken, welche Änderungen es da noch drumherum dann geben wird. Dann. Missionar geht jetzt nicht, genau. Dann steht hier die Apostel. Das ist der Apostel, der zugleich auch Disputant ist und geheilt ist. Und der könnte Einheiten angreifen. Das hier ist der Disputant auf der Gegenseite. Das hier ist kein Disputant. Wir könnten hier rüber und ihn angreifen. Und ihn würden wir dann stark verletzen. Das ist nicht ungefährlich, weil wir danach auch angegriffen würden von den anderen. Die Frage ist, wir hatten ja beim letzten Mal rausbekommen, ob die religiösen Einheiten mit der Beförderung von Moksha komplett heilen oder nur beim Heilbefehl. Ich habe es vergessen. Ich glaube, das war, weißt du noch, wie rum das war? Sie würden nur heilen, wenn sie sich auch auf natürliche Art und Weise jetzt heilen würden, also wenn wir nicht die Bewegung aufgebraucht haben. Also ich würde sagen, wir greifen den ja unten an. Unser Apostel hat verliert geringfügig, aber der hier ist ganz stark. Der würde uns... Meinst du, wir dürfen ihn nicht verlieren, den Disputanten? Was meinst du? Ich glaube, ich würde tatsächlich eher jetzt mich auf diesen anderen Disputanten konzentrieren. Damit er mal weg ist? Genau, damit er schnell weg ist. Und bevor wir angreifen, ist wieder angezeigt, dass die Kleopatra noch einen Kampfbonus hat, weil sie Informationen über uns hat. Sehr Vielleicht wollen Idee. Wir das ausgleichen. Das heißt, wir sprechen mal ihre Hauptstadt vor und holen uns eine Botschaft bei ihr. Das ist ihr ägyptisches Reich hier. Wir sprechen mal in Theben am Hofe von Kleopatra vor. Und fragen, Botschaft, 50 Gold, aber holla. Und jetzt ist die diplomatische Sichtbarkeit bei uns erhöht. Das hat unter anderem Vorteile im Kampf, sowohl im militärischen als auch im religiösen. Und jetzt gehen wir hier hin. Warum würdest du den Disputanten angreifen? Weil du dir denkst, dann kommt er endlich mal weg und dann können wir uns auf die anderen konzentrieren oder warum? Tatsächlich auch aufgrund der Position, weil wenn wir jetzt vorziehen auf den Apostel weiter im Süden, dann werde unser Apostel tatsächlich von drei Seiten noch angegriffen werden und wir haben auch keine Unterstützungsboni oder Flankierungsboni mehr, die wir dann nutzen könnten und jetzt wir quasi verschenken würden an der Stelle. Also der Schaden, den wir anrichten, ist natürlich gering, ne? Andererseits, er wird wahrscheinlich gleich den schwächeren Apostel angreifen, vermute ich mal. Das heißt, ihn vorher zu schwächen, käme auch unserem Apostel Buddy, der über uns steht, zugute, weil der dann, Moment, doch genau, weil der dann etwas beschädigt ist im Kampf, der Angreifer, und etwas weniger Schaden zufügt. Genau. Wir machen das mal. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist wieder so eine Sache, da kann man nicht hundertprozentig sagen, so ist richtig oder so. Alternative wäre runter zu rennen, aber das geht nicht. Den könnten wir killen hier.
Sieht er hier. Aber wir bleiben in den Kontrollzonen der Einheiten kleben. Also wir könnten auch nicht mehr fliehen dann, ne? Wenn wir hier tatsächlich einmal vorziehen, dann wären wir gefangen und dann könnte es sein, dass unser Postel sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das haben wir geschafft. Was wir geschafft haben, zu überleben. Immerhin, man freut sich auch über Kleinigkeiten, wie dass man noch ein bisschen weiterleben darf. Dann gehen wir aber rüber und machen das, wofür wir uns gerade die Handwerkerkarte geholt haben. Wir kümmern uns um Globolix und kaufen an Ort und Stelle einen Handwerker. Mit der Handwerkerkarte und mit den Pyramiden sollte der jetzt 6 Aktionen haben. Normalerweise 3 Pyramiden, 1 mehr, 2 mehr durch die Handwerkerkarte. Das bauen wir nachher, Minen bauen alles aus, können uns nachher Salpeter holen und so weiter und so fort. Dann hatten wir uns noch überlegt, achso, Spion, es ging ja auch darum, dass man einen Spion in Manchester einsetzt. Hatten wir, ich weiß es nicht mehr, hatten wir einen, wir können ja welche bauen, aber wir haben, glaube ich, gebaut haben wir noch keine, ne? Oder hatten wir einen gebaut? Ich glaube noch nicht, oder? Wir hatten einen gebaut und der ist noch auf dem Weg nach Manchester. Die habe ich nämlich gesucht bei der Vorbereitung. Ich habe den nicht gefunden. Wo kann man sich die anzeigen lassen im Spiel? In diesem Spionage-Übersichten Bildschirm, der neben den Zeitalter-Übersichten auf der rechten Seite oben mit diesem Augensymbol angezeigt wird. Gut, danke. Das habe ich komplett vergessen, dass es das gibt, weil ich persönlich unfassbar selten Spione einsetze. Unterwegs nach Manchester, in 6 Runden da und was er da macht, überlegen wir uns dann in Ruhe. Okay, danke dir. Dann wollten wir mit ihm einfach nur Erkundung machen hier im Reiche der... Warum kann man da nicht hin? Da ist eventuell eine Einheit? Nein. Warum kann man da nicht hinrennen? Weil da ein Lager im Bau ist? Ich dachte, solange ein Bezirk noch nicht gebaut ist, kann man da... Ja, beim Lager geht das tatsächlich nicht. Bei den anderen geht es beim Lager nicht anscheinend. Mhm. Bleiben wir nochmal stehen. So, dann haben wir hier zu tun mit den Einheiten von Lugdunum. Holen uns ein paar XP. Einmal feuern hier. Zweimal feuern hier. Oh, das geht nicht, weil nicht auf Hügel stehend. Können wir nicht drauf ballern. Mit ihm könnten wir angreifen und würden auch ganz gut dastehen. Das können wir uns leisten. Eventuell könnten wir ihn sogar killen. Nee, das nicht. Wir könnten, der steht hinter ihm und flankiert ihn. Ich ziehe nochmal eins runter. Der Gesandte profitiert von jeder Einheit, die neben ihm steht. Davon profitiert der Gesandte. Nee, Quatsch, wohin verwechsel ich den? Mit den Großkolumbianern, ne? Mit dem. Hier schon richtig. Mit der Kavallerie? Doch, stimmt also, stimmt. Das ist der Anführerbonus, stimmt. Das hätte nicht mit dem Gesandten zu tun. Die +2 Kampfstärke bekommen wir als Gallier überall. Mit welcher Einheit auch immer. Wann lag der letzte Stream zurück? Vor einer Woche? Unglaublich. Die Twitch-Zuschauer wissen Bescheid. Die YouTube-Zuschauer wissen vielleicht nicht Bescheid. Mal kurz als Info zwischendurch. WB, also ich. Steht dezent unter Schmerzmitteln im Moment nach einer Zahngeschichte, die ich vor ein paar Tagen hatte. Deshalb kann es sein, dass ich bisweilen noch ein bisschen langsamer denke als sonst. Der Gesandte überlebt das locker. Dann ziehen wir den eins daneben. Dann ziehen wir den Gesandten hier hin. Dann ist er etwas kampfstärker, greifen hier einmal an. Sehr schön. Und dann, die bleiben hier stehen. Ich weiß nicht, was hier für Einheiten sind. 1,14, das sollte der auf jeden Fall überleben. Eins hier hin. Dann ziehen wir in die Mitte, dann kann der beide boosten. Und mit ihm ziehen wir sogar hier hin. Dann boostet der den hier vorne noch ein bisschen und den hier auch, wo letzteres nicht so nötig ist. Er kann von hier aus nicht feuern, nein. So, mit dem Handwerker, der hat nur noch eine Aktion, wollten wir hier an Ort und Stelle einen Kahoka-Hügel bauen, solange es noch geht.
Genau, das wollten wir. Ja, das hatten wir vor. Einmal Karaoke-Hügel, bitte. Annehmlichkeiten. Wie sieht es insgesamt aus mit dem Thema Annehmlichkeiten in unseren Städten? Geht so. Besser als zuletzt. Können wir mit zufrieden sein. Dann haben wir einen Siedler. Mit dem wollten wir im Westen siedeln. Und zwar hier oben wollten wir siedeln, ne? Um die ganzen Luxusressourcen anzuschließen, wenn ich mich recht entsinne. Dann rennen wir da mal hin. Kürzester Weg. Schwer zu sagen, was ist der kürzeste Weg? Hier oben entsteht gerade eine Straße. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Siedling setzt eine Runde aus. Ach Quatsch, Siedler kann schon mal hier vorziehen. Der bleibt hier stehen. So, und mit dem Handwerker hier eine Mine bauen, Kulturschock und ein Feld dazu bekommen. Nämlich das hier. So ist die Bürgerverteilung. Das sieht okay aus. Das können wir so lassen. Dann sind wir wieder hier. Und der bleibt hier dauerhaft stehen. Der soll uns den Eingang blocken. Und ich klicke mal auf, wenn Feind zu sehen ist, dann wieder wach werden. Hier oben machen wir Katze und Maus mit dem Schwertkämpfer hier oben. Schwächen den. Setzen einmal nach. Bleibt hier stehen. Mit ihm waren wir flüchten, weil hier oben zu starke Einheiten sind. Er war abgehauen. Mit ihm können wir auch noch ein bisschen Erkundung betreiben. Beziehungsweise runter nach Globulix laufen oder... Ihm war mal scouten, was eigentlich eine Schnapsidee ist, mit einem Armbrustschützen zu scouten. Das lassen wir lieber den Reiter gleich machen und laufen mit ihm wieder zurück. Jetzt können wir auf eine Runde weiterklicken. Woran haben wir gedacht? Armani, nächste Runde abziehen, dann haben wir zwei Gesandte. Den Regierungswechsel haben wir gemacht. Wir können jetzt übrigens auch Sägewerke bauen auf Regenwäldern. Das haben wir kürzlich freigeschaltet. Wir könnten auch checken, ob wir weitere Handwerker einstellen können in die Bauschlangen. Weil wir die Handwerker jetzt mit den beiden Extraktionspunkten bauen können. Die Frage ist nur, ob das wirklich Sinn macht, weil die meisten Produktionen, die wir drin haben, sind entweder kurz vor der Fertigstellung oder super wichtig. Hier entsteht ein Kornspeicher. Die Stadt ist aber sehr schwach, sehr produktionsschwach. Das wird ewig dauern, ewig und drei Tage, 14 Runden, bis hier ein Handwerker fertig wäre. Andererseits könnte der natürlich dann hier die Regenwälder aufleveln mit Sägewerken. Dann hätten wir mehr Produktion, aber das dauert zu lange. Vielleicht eher hier auch mal kaufen nachher. Hier entsteht das Taj Mahal, das hat Vorrang. Hier entsteht ein Hafen, der ist kurz vor der Fertigstellung. Handwerker kurz vor der Fertigstellung. Die Werkstatt, das wäre eine Möglichkeit. Handwerker 7 Runden, das könnten wir vorziehen. Denn der bringt nur 3 mehr an Produktionen und auch nur in der Stadt selber. Das macht Sinn. Ein Handwerker vorgezogen. Hier entsteht die Waffenkammer. Da könnten wir auch vorziehen. Ein Handwerker vorziehen. So. Auch 7 Runden. Und hier unten, das war's schon. Hier oben entsteht der Kornspeicher. So machen wir das. Alles okay, Matsumanix? Alles okay. Klicken wir mal auf eine Runde weiter und betrachten uns in der Zeit vor allem, was hier passiert mit den Aposteln und Co. Das hätte ich auch gemacht. Als KI den Schwächeren der beiden Apostel angegriffen. Die laufen. Wohin die laufen, ist mir ein Rätsel. KI greift unseren Gesandten an, hätte ich als KI auch gemacht. Und es tagt eine Sondersitzung des Weltkongress. Worum geht's hier?
Steht irgendjemand auf der Anklagebank? Wenn ja, sind wir es, nie und nimmer. Kann es Ambiorix sein? Ich glaub's nicht. Es kann eigentlich nur qua Charakter das Blumenkranzscheusal sein, denke ich mal. Irgendwas wird dem Blumenkranzscheusal vorgeworfen. Mit ganz viel Glück wird er gleich das Zahnpasta-Lächeln aus dem Gesicht gewischt. Mal gucken, worum es geht. Wir sind bald klüger. YouTube-Leute, tut mir leid, ihr seid erst im nächsten Video klüger. Auf Twitch geht's jetzt weiter, aber das nächste Video kommt ja ganz bald. Und nochmal die Erinnerung. Babylon, Let's Play, Babylonia, startet live auf Twitch am 19. Auf YouTube am 21. Im neuen Modus. Helden und Legenden.